Um es vorwegzunehmen, dieses Fahrzeug war der Traum eines leidenschaftlichen Rennfahrers. Egon Brütsch, Sohn eines erfolgreichen Stuttgarter Strumpffabrikanten, wollte das kleinste Automobil der Welt bauen. Es ist ihm gelungen. Auf dem Internationalen Automobilsalon 1957 stellte Brütsch das erste fertige Brütsch-Mopeter-Modell der Öffentlichkeit vor. Es war ein dreirädriger, eiförmiger Einsitzer. Von vorne wirkte er eher, als wäre es ein verloren gegangener Motorradbeiwagen, der sich selbstständig gemacht hat. Doch Brütsch steckte viele Jahre Entwicklungsarbeit in den Kleinstwagen. Inspiriert durch die 1953 vorgestellte Chevrolet Corvette, verwendete Egon Brütsch ebenfalls Kunststoff für die Karosserie des Zwergs. Die Karosserie ist gerade einmal so groß, dass ein erwachsener Mann mit einem Gewicht unter 75 Kilogramm darin Platz nehmen kann. An der linken Seite findet sich der kleine 50 Kubikzentimeter ILO Piano Dreigang V50 Motor mit ganzen 2,5 PS. Damit erreichte das kleine Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 40 bis 50 km pro Stunde. Bergauf wird es allerdings schon etwas schwierig. Der Antrieb läuft über eine Kette ausschließlich auf das linke Hinterrad. Auch die Lenkung erinnert stark an ein Moped. Kupplung und Vorderradbremse sind direkt am Lenker zu bedienen. Bei welliger Straßenoberfläche kann es passieren, dass sich der Lenker extrem aufschaukelt, was man bei Vorkriegsfahrzeugen im Englischen als Shimming bezeichnet. Hier hilft nur eines, eine Vollbremsung, um den Lenker wieder zu stabilisieren. Einen Rückwärtsgang gibt es nicht. Wenden ist mit dem Moped dann nur bedingt möglich. Auch an dieses Problem hatte Brütsch gedacht und an der Front einen Griff montiert. So lässt sich die etwa 75 Kilogramm schwere Mopeta anheben und umdrehen. Von dem Brütsch Mopeta wurden nur 14 Modelle gebaut. Jedes einzelne Modell war ein Prototyp und unterschied sich von seinem Vorgänger. Das hier gezeigte Modell ist die Nummer 11 aus dieser Bauserie.